Wenn du dich für Landschaftsfotografie interessierst und suchst gerade nach einem Fernauslöser für deine Systemkamera, könnte dieser Funk-Fernauslöser genau das Richtige für dich sein. Für mich ist es, ich habe lange nach einem Funk-Fernauslöser gesucht. Ich sage auch gleich, warum Funk-Fernauslöser und keinen kabelgebundenen Auslöser für meine Sony A7 III oder auch für die Sony A7 S2. Ich mache auch sehr gern Zeitrafferaufnahmen. Das geschieht ja, indem man viele Fotos hintereinander macht und dann entsteht ein kleiner Film daraus. Da bin ich auch auf dieses Hilfsmittel drauf angewiesen, da meine A7 III keine eingebaute Software für diese Zeitrafferaufnahmen hat. Diese Zeitrafferaufnahmen werden auch immer zunehmend wichtiger für junge YouTuber, die ihre Intros, also die Intros zum Video aufwerten möchten durch dieses Stilmittel. Ich möchte euch speziell diesen Funkfernauslöser vorstellen, da er für meine Zwecke der am besten geeignete ist. Ich gehe auch gleich mal auf die Eigenschaften ein, die für mich super wichtig sind im Zusammenspiel mit meinen Sony Alpha Kameras. Zum einen wichtig, dieser Funkfernauslöser hat eine 60 Meter Reichweite. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nachts Langzeitaufnahmen mache bei 0 Grad oder kälter, kann ich auf den Knopf drücken, die Kamera belichtet automatisch und ich kann mich ins Auto verziehen. Habe die Kamera noch im Blick, aber ich kann mich schön aufwärmen. Und ist von Riesenvorteil, dass ich nicht neben der Kamera mit dem Kabel stehen muss. Mit dieser Funkstrecke vermeidet man natürlich auch, dass man neben der Kamera stehen muss, sich dabei ein Bier aufmacht und aus Versehen auf den Knopf kommt, wenn man gerade belichtet. Die zweite wichtige Eigenschaft von diesem Funkfernauslöser sind die austauschbaren Batterien. Viele andere Funkfernauslöser haben eingebaute Batterien oder auch diese Knopfzellen. Das ist alles für mich nichts, weil diese Knopfzellen kann ich im Urlaub super schwierig bekommen. Allerdings diese AAA, diese Enelope AAA Batterien, die gibt es hier in dem Teil. Ich schraube auch mal das Gegenstück ab. Dann habe ich hier auf den Blitzadapter drauf gebaut. Sind auch genau hier verbaut. Diese AAA-Batterien erhaltet ihr im Urlaub in jedem Geschäft. Die sind gängig, kein Stress, die zu wechseln. Dritter wichtiger Punkt für mich ist, die Fernbedienung hat einen On- und Off-Schalter. Sollte selbstverständlich sein, ist aber nicht so. Es gibt viele, dann muss man einfach die Batterien jedes Mal nach jeder Anwendung rausnehmen, um Batterien zu sparen und die nicht leersaugen zu lassen. Also die Fernbedienung hat einen On-Off-Schalter, super wichtig für mich. Vierter wichtiger Punkt ist das beleuchtete Display in der Nacht. Hier kann man schön das Display anmachen und man sieht, was man da einstellt. Fünfter wichtiger Punkt für mich ist, dass ich die Fernbedienung auch mit Handschuhen verwenden kann. Funktioniert alles wunderbar, es gibt nicht allzu viele Knöpfe, es ist übersichtlich aufgebaut und man kommt ganz gut ran. Sender und Empfänger wiegen insgesamt 100 Gramm, mit den kleinen Batterien vielleicht ein paar Gramm mehr. Aber das Gewicht spielt keine Rolle in meiner Fototasche. Beide haben eine Standby-Zeit von 48 Stunden, sollte also für eine ausgedehnte Fotosession reichen, bis man wieder zur nächsten Akkuladung kommt. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie simpel das Teil funktioniert und wie gut es zu handhaben ist. Hier der Empfänger, der Receiver, wird oben auf den Blitzschuhadapter in meinem Fall gesteckt, festgeschraubt. Dann habe ich ja die Sony-Version bestellt mit diesem HDMI-Kabel. Stecke ich jetzt hier rein. Richtig rum. Jetzt demonstriere ich mal kurz, wie die Teile gekoppelt werden. Ich drücke hier oben 2 Sekunden auf den Knopf. Dann hier kurz auf den On-Knopf der Fernbedienung. Jetzt habe ich hier verschiedene Modis. Shutter, Constant, Bulb, Verzögerung und Timer. Das ist der normale Shutter, also das ersetzt mir eigentlich nur den Auslöseknopf von der Kamera. Ich mache mal kurz ein Beispiel. Halb drücken fokussiert die Kamera, ganz drauf drücken wird das Bild gemacht. Jetzt gehe ich mal auf C ein, den Continuous Mode, drückt man einmal hier auf die Taste, müsste die Kamera 5 Bilder hintereinander machen. Genau, zack.
Nach dem Shutter und nach dem Continuous Mode kommen wir zum wichtigsten Modus und das ist der Bulb-Modus. Ihr seht das kleine B im Display. Ich gehe hier in Manuell, regle die Belichtung hier, bis ich auf 30 bin, beziehungsweise zack, im Bulb-Modus mich befinde. So. Und B bewirkt jetzt nichts anderes, außer ich kann jetzt hier auf den Knopf drauf drücken, um die Belichtung zu starten. Solange ich jetzt diese Fernbedienung nicht mehr anfasse, läuft die Zeit einfach weiter und macht mein Bild. Sagen wir jetzt mal, ich lasse es jetzt mal 2 Minuten anstatt nur 30 Sekunden lang belichten. Ich muss jetzt die Zeit natürlich etwas vordrehen. Diese 2 Minuten Belichtung sind super interessant, wenn man Wasser fotografiert und entsprechende Filtersysteme vorne auf dem Objektiv drauf hat. Somit lassen sich die Wellen so richtig schön verwischt darstellen. So, 2 Minuten geschafft, zack, das Foto hat er gemacht. Natürlich ist es jetzt überbelichtet, das Foto, weil wir keine Filter drauf haben. Der 2S oder der D-Modus, wie es im Display zu sehen ist, bezweckt nur eins, dass nach dem Tastendruck das Foto 2 Sekunden später gemacht wird. Ich zeige es mal. Okay. Die Timer-Funktion dient jetzt wirklich der Zeitrafferaufnahme. Hier kann ich die Anzahl der Bilder einstellen, wie viele Bilder die Kamera automatisch machen soll. Die geht bis 199 und dann hört die Kamera automatisch auf. Kann man hier sehen. Möchte ich aber jetzt zum Beispiel 400 Bilder von vorbeiziehenden Wolken oder Autos oder wie auch immer machen, dann gehe ich hier einfach auf Unendlich, drücke auf Set und die Kamera hört erst auf, Bilder zu machen, wenn ich hier wieder auf den Knopf drücke. Die wichtigsten Funktionen waren für mich die Bulb-Funktion, das heißt, hier kann ich drauf drücken und bestimmen, wie lang ein Foto belichtet wird. Also die Bulb-Funktion funktioniert über 30 Sekunden bis zu, ich weiß nicht, 99 Stunden. Hier wird das Bild wieder gestoppt. Zweitwichtige Funktion ist für mich die Intervallfunktion. In die komme ich wie folgt. Ich gehe jetzt hier in Timer. Dann wähle ich die Intervallfunktion mit dem Pfeil nach rechts. Hier kann ich jetzt mit der Set-Taste einstellen, nach wie vielen Sekunden soll immer wieder ein Foto gemacht werden. Ich sage jetzt mal, Mensch, ich möchte alle 3 Sekunden ein Bild machen. Halte ich für richtig. Die Kamera macht jetzt auch alle 3 Sekunden ein Foto, bis ich wieder hier auf die Stopptaste drücke. Ich bestätige das jetzt mit Set und jetzt wollen wir mal schauen, was passiert. Ich drücke jetzt mal auf Play hier. Genau. Und so kann man jetzt wunderbar Zeitrafferaufnahmen erstellen, bis ich einfach hier wieder auf die Stopptaste drücke. Zeige jetzt mal hier. Und ich sage jetzt mal Stopp. Die Kamera hat hier somit ein und dasselbe Bild alle 3 Sekunden lang gemacht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ihr euch wertvollen Input geben konnte. Falls ihr gerade mit einer Kaufentscheidung für eine Funkfernbedienung hadert, speziell für die Sony Alpha Kamera, kann ich sagen, ich habe sie an beiden Kameras getestet. Die funktioniert top. Meiner Meinung nach gehört diese Fernbedienung in jede Fototasche, wenn man denn am Meer unterwegs ist, Langzeitbelichtungen machen möchte oder auch eben in den Bergen schöne Zeitraffer-Videos oder in der Stadt den fließenden Verkehr per Zeitraffer-Video aufnehmen möchte. Dann braucht man diese Funkfernbedienung, wenn die Kamera das in-body-mäßig nicht kann. Solltet ihr euch genau diese Fernbedienung kaufen, würde es mich total freuen, wenn ihr meinen unten angegebenen Link unter dem Video nutzt. Damit unterstützt ihr meinen Kanal, ohne dass es euch mehr kosten würde, wenn ihr diese Fernbedienung natürlich auch, so wie ich, auf Amazon bestellt. Ich freue mich natürlich über Kommentare. Vielleicht habt ihr verschiedene andere Fernbedienungen, mit denen ihr auch gute Erfahrungen gemacht habt. Oder vielleicht habt ihr Fragen zu dieser speziellen Fernbedienung, zu irgendwelchen Tests, die ich noch für euch machen kann. Ich gehe gern darauf ein, stelle die Fragen. Bis dahin sage ich Servus, euer Sigi.